Das Stadtbad von Querfurt darf nur betreten, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Und es gelten Corona-konforme Abstands- und Hygieneregeln. Trotzdem ist es seit seiner Öffnung Anfang Juni 2021 stets gut besucht. Fast ein größeres Problem stellt da das in diesem Jahr recht durchwachsene Wetter dar. Zum 24-Stunden-Schwimmen am 21. Juli diesen Jahres zeigte sich der Sommer jedoch von seiner besten Seite. Musikalisch begleitet vom DJ-Team Soundprojekt konnten die Badegäste an diesem warmen, sonnigen Tag das Wasser bei 23 Grad so richtig genießen. Pünktlich 14 Uhr fiel der Startschuss für das 24-Stunden-Schwimmen. Dass die Stadt Querfurt gemeinsam mit der Wasserwacht Merseburg-Querfurt e.V. bereits seit 1996 jedes Jahr organisiert. Zur Eröffnung der somit 26. Veranstaltung waren wieder Vertreter aller Stadtratsfraktionen am Start, die damit auch ihre volle Unterstützung für den Betrieb des Stadtbades ausdrückten. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir ein recht herzliches Hallo hier am Stadtbad Querfurt. Das Wetter passt, die Stadtfahne ist gehisst. Herzlich willkommen zu Teil 2 am Veranstaltungswochenende hier in Querfurt. Gestern war ja großes Sommerkino mit über 150 Gästen und heute das 26. 24-Stunden-Schwimmen. Wir sind sehr froh, dass wir es durchführen können. Olaf Kubisch und sein Team, Steffen Jäger, die ganzen Mädels vom Stadtbad haben sich wieder Mühe gegeben, haben Hygienekonzept erstellt, ist genehmigt worden und deswegen können wir uns alle heute hier zusammenfinden. Also ich bedanke mich ausdrücklich nochmal bei allen Akteuren für die Organisation, auch bei allen Rettungsschwimmern, bei allen am Startbüro, die das ganze Wochenende letztendlich hier tätig sind und mitgeholfen haben. Ich denke mal, das ist zunächst ein großen Applaus wert. Als erster Schwimmer ging in diesem Jahr Lutz Heimann, Geschäftsführer des Querfurter Karl-von-Basedow-Klinikums, an den Start. Er erhielt, wie seine Vorgänger in den vergangenen Jahren, einen angemessenen Countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Start! Doch Herr Heimann ist nicht nur Geschäftsführer des Querfurter Klinikums, er ist auch ein ausgesprochen aktiver und erfolgreicher Schwimmer. So umrundete der mehrfache Weltmeister und Weltrekordhalter im Rettungsschwimmen gemeinsam mit einem Freund vor Jahren die Insel Mallorca. In 6 Tagen hatten die beiden Extremsportler die insgesamt 367 Kilometer absolviert, trotz meterhoher Wellen und einer gefährlichen Feuerqualleninvasion. Dagegen waren die paar Bahnen im Querfurter Stadtbad ein Lacher, bereiteten dem gelernten Krankenpfleger aber trotzdem Freude. Es ist für mich selbstverständlich als Geschäftsführer des Klinikums hier mit dem Standort in Querfurt, dass ich mich natürlich auch sozial engagiere. Und das ist ein super Ereignis hier, welches ich schon seit 4 Jahren beobachte und heute und dieses Jahr hat es mal geklappt, dass ich auch dabei sein konnte. Das letzte Jahr wurde ja auch sicherlich in Ihrem Berufsalltag von Corona geprägt. Jetzt geht es langsam wieder hoch mit den Zahlen. Was sagen Sie? Was haben Sie für einen Eindruck? Wie geht es weiter? Das ist eine gute Frage. Natürlich haben wir jetzt spannende 1,5 Jahre hinter uns mit der Corona-Pandemie. Ich denke persönlich, dass wir nochmal eine 4. Welle bekommen werden, die nicht so intensiv hoffentlich sein wird wie die vorangegangenen Wellen. Und kann eigentlich nur jeden auch auffordern und bitten, sich an die Hygienebestimmungen zu halten und auch sich beim Impfen zu beteiligen. Zweiter im Wasser war der Bürgermeister der Querfurter Partnerstadt in den Masuren, Dr. Robert Kemper, der das 24-Stunden-Schwimmen in Querfurt schon seit einigen Jahren fest im Terminkalender stehen hat. Ihm folgten dann die Stadträte, der Bürgermeister und zahlreiche Querfurterinnen und Querfurter. So schwammen in diesem Jahr 204 Starter insgesamt 45.250 Meter und erhöhten die Gesamtstatistik auf 5.212 Teilnehmer, die in den vergangenen 26 Jahren 1.336.175 Meter im Wasser zurücklegten.
nicht unerwähnt bleiben, sollen zum Schluss auch die fleißigen Mitarbeiterinnen der Schwimmmeister Olaf Tobisch und Steffen Jäger, ohne die das Bad von Querfurt nicht das wäre, was es ist. Eine Entspannungsoase mitten in der Stadt. Ich bin schon seit 2014 hier. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe mich auch schön eingewöhnt in das Stadtbadteam und ich möchte auch gar nicht mehr anders machen. Bis zu meinem Rentenalter. Ich habe noch ein bisschen. Also saisonmäßig, ja, okay, durchwachsen. Mhm. Es gab schöne Tage, heiße Tage, hat noch viel zu tun. Und wir hatten aber auch Tage, wo echt, wo man auf der Arbeit, wo man sie gesucht hat. Aber wir haben immer was gefunden. Ja, wir haben hier nicht nur diese Sachen, die kassieren und so weiter, sondern wir haben auch Gebete zu machen, wir haben Rasen zu mähen. Ich wollte gerade sagen, das sieht alles sehr gepflegt aus. Alles müssen wir alles selber machen. Ja, wir haben ein kleines bisschen Unterstützung durch den Bauhof, aber größtenteils wir alleine. Naja, da ist ja so ein ruhiger Tag mal ganz gut. Ja, da, also das brauchen wir auch. Ja, weil wie gesagt, das muss ja auch gemacht werden. Weil so sieht es nicht so aus wie gestern. Aber die Volleyballspieler hier. Gut, was wünschen Sie sich für die nächste Saison? Vielleicht ein bisschen mehr Sonne? Ein bisschen mehr Sonne und diese Regelungen, dass das irgendwann mal beendet ist. Ja, weil das nervt natürlich. Man möchte denn den Badegästen das auch nicht jedes Mal antun. Sie müssen auswählen, sie müssen Luca-App und so weiter. Und es ist schon ein bisschen belastend, aber wir haben es geschafft bis jetzt.